Codex. So, in unserem letzten Schritt verkleiden wir noch unsere Duschtrennwand. Die Maße sind soweit vorgegeben. Hier benötigen wir, wie man sieht, 40 mm, um auf die Höhe zu kommen. Die Stirnseite werden wir auch verkleiden. Hierzu benötigen wir eine 20 mm X-Board-Platte, um die Stirnseite auf das Maß zu bringen. Hier auf der Innenseite arbeiten wir in 30 mm, sodass wir nachher genau 1 Meter Öffnung haben, dass unsere Duschtasse auch noch reinpasst. Auf geht's! Maximal 40 cm Abstand zwischen den einzelnen Verschraubungen.